In Jesaja heißt es: Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Die Bündnisse weinen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen. Der ACK, Ökumene, das sind ohne Zweifel Pläne und Bündnisse, die nicht nach dem Geist Gottes geweiht sind. Und die Frage ist natürlich, sollte man dann an solchen Bündnissen teilhaben, wenn man eigentlich weiß, und wir haben ja jetzt die Geschichte der Ökumene auch betrachtet, dass es praktisch die katholische Kirche ist, die in dieses Schiff, in diesen Tempel wieder reinführt. Der ACK ist praktisch nichts anderes als Ökumene auf nationaler Ebene. Ja, aber Fakt ist, man ist durch eine Mitgliedschaft, ob Gastmitgliedschaft oder Vollmitgliedschaft, man ist durch ein Beitreten zum ACK verbunden mit der weltweiten Ökumene, weil die ACK-Verbindungen gehen wiederum an den Weltkirchenrat und damit in die weltweite Ökumene. Wir können also nicht nur sagen, wir sind nur in Deutschland Teil des ACK, sondern indirekt arbeiten wir automatisch, wie wir auch noch sehen werden, weltweit an Ökumene mit. Können wir, und die Frage müssen wir uns stellen, können wir mit den Zielen der Ökumene, mit den Zielen der ACK, nämlich sichtbare Einheit zu erreichen, können wir damit wirklich übereinstimmen? Aber das muss man erklären, wenn man dem ACK auch als Gastmitglied beitritt. Man muss sich praktisch konform erklären mit den Zielen. Schwester Weid schreibt, die Gegner der Wahrheit schließen sich in Bündnissen zusammen, in Gesellschaften, in Verbänden und Arbeitsgemeinschaften. Der ACK nennt sich christliche Arbeitsgemeinschaft. Wir sollen mit diesen Organisationen nichts zu tun haben. Da ist eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Gott ist unser Herr. Er ruft uns auf, aus solchen weltlichen Beziehungen auszutreten und unabhängig zu sein. Israel war ein Volk, das abgesondert sein sollte, unabhängig. Unabhängig von Menschen, nicht unabhängig von Gott, sondern es war abhängig von Gott, aber unabhängig von Menschen. Die Gottlosen werden gleichsam wie Bündel zusammengebunden. Ja, die Bibel sagt, am Ende der Zeit der Ernte wird gebündelt. Die einen werden sich bündeln unter der dreifachen Engelsbotschaft, unter der Verkündigung des Evangeliums, und die anderen werden gebündelt in Konzernen, Gewerkschaften, Vereinigungen. Ist es nicht genau das, was wir heute auch weltweit beobachten, tatsächlich? Konzerne, Gewerkschaften und Vereinigungen, die sich bilden. Mit diesen Organisationen sollten wir nichts zu tun haben. Gott, unser Regent, fordert, dass wir uns von der Welt trennen. In der Welt, aber nicht von der Welt. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Das ist Gottes Aufruf an uns, an solchen Veranstaltungen nicht teilzunehmen. Sondert euch ab. Wenn wir uns dem widersetzen, wenn wir fortfahren, uns mit der Welt zu verbinden, werden wir zuletzt der Welt gleich werden. Wir werden als Teilhaber in Gottes Augen gerechnet werden. Meint ihr nicht? Meint ihr, Gott macht einen Unterschied zwischen einem der, die da stehen? Welches Bild wird nach außen gegeben, wenn wir so geschlossen mit anderen Kirchen in einer Wand stehen? Entsteht da der Eindruck eines Beobachters oder der Eindruck eines Mitstreiters, der geschlossen hinter diesen Zielsitzungen steht nach außen hin? Für mich ja, aber wir wollen es weiter beobachten. Die Wächter auf den Mauern Zions sollen keine Gemeinschaft mit denen pflegen, die der Wahrheit in Christo die Wirkung rauben. Lasst nicht zu, dass sie einer Arbeitsgemeinschaft beitreten, die durch Unglauben, durch das Papsttum und den Protestantismus geprägt ist. Und das ist, was wir sehen, die katholische Kirche. Im ACK ist sie Mitglied, weil da ist sie am Arbeitskreis. Da kann sie einwirken, um die anderen Kirchen auf den Weg der Ökumene zu bringen. Aber im ÖRK, im Weltkirchenrat, ist sie nicht vertreten, weil sie will ja nicht eine von vielen sein, sondern sie ist ja die einzig wahre. Aber im ACK, da kann sie ohne Probleme mitwirken, mitreden, mit abstimmen. Da kann sie die Schafe schön steuern von den anderen Kirchen und schön
in den katholischen Vorhof praktisch hineinführen. Ja? Das ist praktisch der Gedanke. Also an solchen Arbeitsgemeinschaften, die durch das Papsttum und den abgefallenen Protestantismus geprägt sind, sollten wir keinen Anteil haben. Nicht beitreten. Die Versuchungen der Kinder Israels wurden ellenweit immer wieder vor Augen geführt. Um die Lage des Volkes Gottes, wir haben ja gesagt, Alarm in Zion, um die Lage Gottes und seine Erfahrung von dem zweiten Kommen Christi zu veranschaulichen. Es wird sich also die Geschichte wiederholen. Zwischen der Entwicklung der Adventbewegung und der Geschichte der Kinder Israel besteht große Ähnlichkeit. Und sie schreibt am Ende sogar, wir wiederholen die Geschichte dieses Volkes. Was war die Geschichte Israels am Ende? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit dem Tempel passiert? Mit dem schönen Tempel? Zerstört, ja. Der ist zerstört worden. War Israel noch Gottes auserwähltes Volk? Nein. Nein, das Reich ist von ihnen genommen worden und einem anderen Reich gegeben worden. Das war die Geschichte Israels und Schwester White schreibt, wir wiederholen die Geschichte dieses Volkes. Alarm in Zion, wir müssen also aufpassen, welchen Weg wir gehen. Israel lehnte es ab, in dem gegebenen Licht zu wandeln, sündigte durch Unglauben und wies Gottes Botschaften zurück. Wenn man Schutz sucht beim Pharao, beim König von Ägypten, ist man dann noch, ist Gott dann noch unsere Stärke? Ich denke nicht, wenn man die Anerkennung der Welt sucht, wenn man nicht mehr als Sekte anerkannt werden will, ist es dann noch die Stärke Gottes oder ist es nicht der Schutz Pharao, wo Gott sagt, es kann kein Segen darauf ruhen? Anpassung an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft. Sie schreibt weiter, jene, die Verbindung mit der Welt pflegen, werden von der Welt geprägt. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Meinen wir wirklich, wir können an solchen Sachen teilnehmen, ohne beeinflusst zu werden, ohne dass der Wein Babylons auch in uns in irgendeiner Form hineinkommt, ein Ökumenegeist, ein Toleranzgeist? Geht nicht. Jene, die daran teilhaben, die Verbindung mit der Welt pflegen, bereiten sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Welche Kirchen sind im ACK vertreten? Protestantische Kirche und die katholische Kirche. Welchen Feiertag werden sie hervorbringen? Sonntag. Die Sonntagsheiligung, ganz klar. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Mir wurde gezeigt, dass der Geist der Welt die Gemeinde schnell durchdringt. Ihr folgt den gleichen Pfad wie das alte Israel. Man wollte es den Heiden gleich tun. Man wollte auch einen König haben, ähnlich wie die Heiden. Es besteht das gleiche Abfallen von eurer heiligen Berufung als Gottes abgesondertes, eigenes Volk. Ihr habt Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Babylon und ihre Töchter, ihre Kinder, die katholische Kirche und die abgefallenen Kirchen und wir stehen mittendrin. Eure Eintracht mit den Ungläubigen. Ungläubig heißt nicht, dass sie nicht an Gott glauben. Ungläubig heißt, dass sie nicht an die Wahrheit glauben. Das ist ein Unterschied. Ja? Die also schon an Gott glauben, aber nicht dem ganzen Wort glauben, hat das Missfallen des Herrn hervorgerufen. Meine Frage, in welcher Zeit leben wir heute? Leben wir nicht am Ende der Zeit? Leben wir nicht kurz vor Abschluss der Gnadenzeit? Jetzt frage ich euch, können wir uns leisten, in dieser Zeit unter dem Missfallen Gottes zu leben? Ist es nicht so, dass wir alles dran setzen sollten, so rein wie möglich vor Gott zu stehen, gesäubert, gewaschen, unbefleckt nach Möglichkeit? Wie kann man aber unbefleckt dastehen, wenn man im Grunde genommen, wie die Bibel sagt, befleckt ist mit Frauen? Nämlich Frauen im Sinne von Kirchen. Das Missfallen des Herrn, eure Ablehnung, dem Licht zu folgen, wird euch in eine weitaus ungnädigere Stellung bringen, als die Juden, über die Christus ein Wehe aussprach. Adventisten, wir haben viel Licht bekommen, gewaltiges Licht. Und umso höher ist unsere Verantwortung, wie wir mit diesem Licht umgehen. Die Menschen werden jedes Mittel anwenden, um den Unterschied zwischen den Siebenten-Tags-Adventisten und den Beobachtern des ersten Tags weniger hervorstechend zu machen. Erleben wir das heute? Dass man versucht, anzugleichen,
den Unterschied nicht so gravierend zu machen. Mir wurde eine Gesellschaft unter dem Namen Siebenten-Tags-Adventisten vorgestellt, schreibt Ellen White, die den Rat gab, das Banner, das uns zu einem besonderen Volk macht, nicht so deutlich zu zeigen. Sie behauptete, dies sei nicht die beste Methode, um unseren Anstalten Erfolg zu gewährleisten. Ist es nicht das, was wir genau heute hören, dass gesagt wird, dann können wir mit denen reden, dann können wir unseren Glauben vorstellen und haben Erfolg bei den anderen? Das sind doch genau die schönen Worte, mit denen heute die Menschen, auch Adventisten, verführt werden zu solch einer Teilnahme. Aber es ist nicht an der Zeit, schreibt Schwester White, unser Banner einzuziehen oder sich des Glaubens zu schämen. Niemand sollte auch nur für einen Augenblick den Eindruck haben, dass es vorteilhafter für ihn sei, seinen Glauben, und jetzt hört gut zu, seinen Glauben und dessen Lehren vor den ungläubigen Menschen der Welt zu verstecken. Also da wird von Menschen gesprochen, von Gläubigen, die ihren Glauben und diese Lehren verstecken. Und es ist interessant, was damals passiert ist bei der Aufnahme in den ACK. Oberkirchenrat Schwarz, Kirchenamt der Evangelischen Kirche, schreibt, für die Gastmitgliedschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in der ACK gilt, die von ihnen genannten Spannungen, Papsttum gleich Antichrist, von Seiten der STA keine Existenzgrundlage mehr haben. Mit anderen Worten, die Adventisten haben damals geleugnet, dass für sie der Papst noch Antichrist ist. So verstehe ich diesen Briefwechsel. Und das, obwohl wir praktisch ganz klar in unseren Glaubenslehren ganz klar vertreten, dass der Papst, so wie die Reformatoren, wir hatten es vorhin, gesagt haben, der Papst ist der Antichrist. Aber heute sagt man, um sich praktisch, oder vor über 10 Jahren, um sich praktisch diesen Zugang zum ACK zu ermöglichen, erklärt man einfach offiziell, dass das Papsttum nicht mehr pauschal als Antichrist angesehen wird, sondern man geht noch weiter. Im Gegensatz zu manchen Reformatoren haben wir den Begriff Antichrist nie auf bestimmte Personen wie bestimmte Päpste bezogen. Also man leugnet den Antichristen. Frage des römisch-katholischen Gesprächspartners bei der ACK, ob die traditionelle Auslegung Papsttum Antichrist heute noch gelte. Die Adventisten antworten, man habe sich eine institutionelle Identifizierung des Antichristen etwa auf das Amt des Papstes abgewöhnt. Die Verkündung der dreifachen Engelsbotschaft, das klare Evangelium, die Warnung vor dem Mahlzeichen, die Warnung vor dem Antichristen, die Warnung vor Babylon, man hat sich's abgewöhnt. Und frage eher nach antichristlichen Zügen, die sich auch in der eigenen kirchlichen Gemeinschaft finden könnten. Liebe Geschwister, mal ehrlich, das Volk Gottes stellt sich als Antichrist hin und der Papst, der Antichrist, da nimmt man Abstand von und sagt, es trifft vielleicht eher sogar ja auf uns zu. Darf ja nicht wahr sein. Sowas ist doch irgendwo traurig, oder? Sodass ich die Kritik prinzipiell auch gegen die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten richten könne. Also Adventisten bezeichnen sich selber eher noch als Antichrist oder möglichen Antichristen als das Papsttum. Wie gesagt, ich möchte niemanden jetzt persönlich angreifen, aber das sind halt jetzt einfach mal, ich will einfach nur versuchen, diese Fakten mal vorzuführen. Interessant ist, dass daraufhin, auf diese Äußerung hin, kam die Zustimmung zur Aufnahme der Adventisten als Gastmitglied beim ACK. Der römische Bischof war einverstanden mit dieser Antwort. Es hat ausgereicht, okay, also ihr seht es nicht mehr pauschal den Papst so an, sondern vielleicht sogar euch selber, das gefällt uns sehr gut. Also das können wir annehmen und damit stimmen wir auch der Aufnahme als Gastmitglieder zu. Aber es geht noch weiter. Wenn Johannes, Briefwechsel zwischen Leitung von Rupp, STA, also Adventist, und Bischof Held, wenn Johannes in der Offenbarung die Symbole Jerusalem und Babylon, wir haben vorhin Babylon betrachtet, so verstehen wir darunter unterschiedliche Haltungen, die man Gott gegenüber einnehmen kann. Also Babylon wird nicht mehr klar definiert als die Hure Babylon, als das, diese Dreieinigkeit aus Politik, Religion, Wirtschaft, sondern man sagt einfach jetzt nur noch, man versteht darunter unterschiedliche Haltungen, die man Gott gegenüber einnehmen kann.
wie immer diese Haltungen aussehen, ich weiß es nicht, aber man geht von einer klaren biblischen Definition praktisch weg. Deshalb muss ich auch hier, Babylon, interessant. Adventisten sehen sich vielleicht sogar als Antichristen und sie sagen, deshalb muss sich jede Konfession, auch die unsrige, fragen lassen, ob sie nicht selber Babylon ist. Inwieweit sie dazu beiträgt, den biblisch-christlichen Glauben zu bewahren und zu vertiefen. Und das muss man sich angesichts solcher Sachen wirklich fragen, weil hier kommt praktisch zum Ausdruck, wir müssen prüfen, ob wir nicht selber Antichrist sind und wir müssen prüfen, ob wir nicht selber Babylon sind. Versteht ihr? Das passiert, das ist der Wein Babylons. Verwirrung, keine klare biblische Richtlinie mehr, keine klare biblische Definition, sondern man verleugnet, man heuchelt eigentlich den anderen vor. Und ich möchte euch sagen, deshalb, ich habe es im Internet verschiedene Stimmen dazu erforscht. Verschiedene Kirchen haben damals, waren empört eigentlich über die Heuchelei der Adventisten, weil sie das Glaubensgut der Adventisten kennen und erstaunt waren, dass man sich praktisch so verbiegt und etwas darstellt, was man eigentlich so nicht glaubt. Nur um praktisch Anerkennung zu bekommen. Also Leugnung der dreifachen Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Babylon, Malzeichen des Tieres, und Offenbarung 13, Antichrist, Babylon, Offenbarung 17 und 18, der Ruf vor allen Dingen aus Babylon. Gott sagt, wir sollen ein abgesondertes Volk sein. Und hier macht man praktisch um jeden Preis, muss man auch sagen, auch wieder auf Kosten der Wahrheit eigentlich, gemeinsame Sache. Ellen White schreibt dazu passenderweise, so erniedrigen sie das Niveau der Wahrheit und verbergen, wenn möglich, die Besonderheit unseres Glaubens. Ich sah, dass Gott solche nicht mit Erfolg krönen kann. Sie mögen vielleicht sagen, wir können auf Außenstehende einen besseren Einfluss haben, auf andere Kirchen, aber Schwester White schreibt, dass Gott das nicht mit Erfolg krönen kann. Ist auch kein Wunder, wir können den Glauben nicht verleugnen und gleichzeitig gesegnet werden. Die Wahrheit muss klargebracht und eine Entscheidung dringend ans Herz gelegt werden. Während die falschen Friede, Friede rufen, müssen die Diener Gottes aus voller Kehle rufen und nicht zurückhalten. Die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten kann der Satzung der ACK, und das ist eigentlich jetzt die Krönung des Ganzen mit, also der ökumenischen Zielsetzung, insbesondere ihren Grundlagen und ihren Aufgaben, vorbehaltlos zustimmen. Wie kann man der ökumenischen Zielsetzung vorbehaltlos zustimmen? Zustimmen. Nach all dem, was wir jetzt praktisch studiert haben, stellt sich für mich die Frage, insbesondere ihrer Grundlagen, konfessionelle Unterschiede dürfen kein Hindernis für solche Zusammenarbeit sein. Mit anderen Worten, die Adventisten sagen, unsere Glaubensunterschiede mit euch, das soll kein Hindernis für eine Zusammenarbeit sein. Auch als Gemeinschaft sind wir durch Gottes Gnade in der Lage, etwas in diese Zusammenarbeit mit der Ökumene einzubringen. Eine weltweite Organisation. Also nicht nur Deutschland, nicht nur Norddeutschland, sondern wir sind bereit, eine weltweite Organisation einzubringen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten unter dem Ökumenischiff, praktisch dem Symbol, haben wir gesagt, der katholischen Kirche, in der Arbeitsgemeinschaft ACK, aber im Grunde genommen Teilhaber der weltweiten Ökumene, heute sowieso durch Weltkirchenrat und andere Verbindungen. Israel begehrte es, den Heiden gleichzutun. Und dieses Verlangen, sich weltlichen Sitten und Gewohnheiten anzupassen, besteht noch immer bei dem vorgeblichen Volk Gottes. Bei dem vorgeblichen Volk Gottes. Auch Christen möchten oft die Gepflogenheiten derjenigen mitmachen, die den Gott dieser Welt anbeten. Viele betonen dann nachdrücklich, sie könnten auf Gott ferner einen viel stärkeren Einfluss ausüben, wenn sie sich ihnen anpassten. Aber wer solche Wege geht, trennt sich von der Quelle seiner Kraft. Verstanden? Wenn wir solche Wege gehen, trennen wir uns von der Quelle unserer Kraft. Wir mögen behaupten, wir können auf andere einen besseren Einfluss ausüben, aber welcher Eindruck entsteht für euch, wenn ihr solche Bilder seht, hier auch wieder der adventistische Pastor, entsteht da der Eindruck von Beobachter oder von jemandem, der mitmacht? Schwester White schreibt, wir stehen in der Gefahr, eine Schwester des gefallenen Babylon zu werden. Und wenn man diese Bilder sieht,
muss man sich fragen. Zu Recht, ja. Die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu vereinen und sich zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden und die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Wo werden wir uns bündeln lassen? Werden wir zu diesen Bündeln dazugehören? Siebenten-Tags-Adventisten sind von Gott als ein besonderes Volk auserwählt worden, abgesondert, ein heiliges Volk, mit dem gewaltigen Spaltkeil der Wahrheit. Dreifache Engelsbotschaft, das wahre Evangelium, abgesondert von der Welt, aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen, nicht Teil dieses Steinbruchs. In einem ganz bestimmten Sinn sind STA der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut. Auf sie scheint das herrliche Licht aus dem Wort Gottes. Die Aufgabe, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen, kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Die Verkündigung dieser drei Botschaften ist unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht Menschen gefallen wollen, die ihren Einfluss zur Unterdrückung religiöser Freiheit ausüben und Druck ausüben, den Sonntag anstelle des Sabbats zu halten. Gläubige Menschen können keine gemeinsame Sache mit denen machen, die diesen Tag vertreten und Gottes Gesetz missachten. Wir können mit solchen Leuten eigentlich keine gemeinsame Sache machen. Und doch sucht man die Verbindung, den Einklang. Ökumenischer Gottesdienst, Siebenten-Tags Adventisten Pastor Werner Jelinek. Adventisten bei ökumenischen Gottesdienst, nicht als Beobachter in der letzten Reihe mit dem Opernglas, sondern vorne, wie wir gesehen haben, in der ersten Reihe. Als Beobachter würde ich normalerweise hinten sitzen und die Sache beobachten. Aber hier entsteht immer mehr der Eindruck, und es ist eine Tatsache auch, der Leitungsfunktion. Interessant ist auch, was die Norddeutsche Vereinigung der Adventisten dann gesagt hat schließlich: Wer weiterhin die Verbandsbeschlüsse zur ACK-Gastmitgliedschaft angreift, macht sich schuldig. Mit anderen Worten, man darf keine Kritik mehr an der Ökumene am ACK üben, weil man sich sonst schuldig macht. Ist man nicht guten Willens? Ja. Ja, weil man dann kein Mensch guten Willens ist. Die Bibel sagt, da wo der Geist ist, ist Freiheit. Wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da kann ich auch frei reden. Aber hier wird praktisch gesagt, wird ein Druck ausgeübt. Wer weiterhin die Verbandsbeschlüsse zur Gastmitgliedschaft angreift, macht sich schuldig. Und so sieht es dann aus. Wie gesagt, hier auch wieder der adventistische Pastor. So sieht es dann aus, die Einheit im ACK. Und zwar nicht nur als Beobachter, sondern auch als Mitwirkender, mit leitender Funktion auch. Adventisten beim Ökumenentag in Dessau 2011. Wie eine katholische Prozession. Und es ist interessant, auf dem Weg zum Gottesdienst, steht hier. Es ist interessant, was Ellen White dazu schrieb. Ich träumte in dieser Nacht, ich sei in Battle Creek. Ich schaute aus dem Seitenfenster an der Tür und sah eine Gruppe in Zweierreihen auf das Haus zu marschieren. Ich kannte sie gut. Es waren nämlich Freunde von ihr, Adventisten. Und wollte die Eingangstür öffnen, um sie zu empfangen. Aber ich dachte, ich schaue nochmal hin. Da hatte sich die Szenerie verändert. Die Gesellschaft hatte nun das Erscheinungsbild einer katholischen Prozession. Ich wiederholte häufig, wenn ich dies nur verstehen könnte. Und ich muss sagen, ähnlich geht es mir auch, wenn ich dies nur verstehen könnte. Wie eine katholische Prozession und wir laufen mittendrin. Aber es geht noch weiter, nicht nur diese aktive Teilnahme bei Gottesdiensten und so weiter und leitende Funktionen auch, sondern auch ökumenischer Kanzeltausch in den Adventgemeinden. Das heißt, Prediger, Pastoren anderer Kirchen predigen praktisch seit mehreren Jahren jetzt inzwischen in der Adventgemeinde. Und adventistische Pastoren und Prediger gehen praktisch in die anderen Kirchen. Kanzeltausch nennt sich das.
Und jetzt ist meine Frage. Ich habe im Internet gelesen von einem adventistischen Pastor, der hat sehr positiv darüber geschrieben und über den Kanzeltausch, und er schreibt, dass für die Gemeinde stellt es auch, kann es kein Problem darstellen. Er traut der Gemeinde zu, dass sie klug genug ist, um zu erkennen, ob ein Pastor etwas Falsches oder etwas Richtiges vorne sagt. Und jetzt frage ich euch, können wir uns das wirklich zutrauen, dass wir, wenn vorne der Pastor etwas verkündet, können wir uns noch nach 2-3 Wochen erinnern, ob es jetzt der adventistische Pastor war, der gesagt hat, der Papst ist nicht der Antichrist, oder war es jetzt doch einer von einer anderen Kirche? Versteht ihr? Babylon heißt Verwirrung. Und das, was im Prinzip durch Kanzeltausch perfekt erreicht wird, ist eine Verwirrung, weil man einfach gar nicht mehr unterscheiden kann, wer hat jetzt eigentlich was gepredigt. Und mal abgesehen davon, die neuen Glieder in der Gemeinde, Neugetaufte, wie sieht es mit denen aus, die noch nicht gefestigt sind in der Wahrheit? Versteht ihr? Also für mich ist es unverständlich, wenn man hier praktisch Irrlehren Tür und Tor öffnet. Tür und Tor öffnet. Ist eine Gefahr. Ja, nur Beobachter oder Mitwirkende? Beobachter, würde ich sagen, würde ich hier hinten sitzen, in der letzten Reihe und zugucken, aber hier entsteht der Eindruck einer geschlossenen Wand. Ja, man macht gemeinsame Sachen. Thema Einheit der Kirche, Ökumene-Tagung. Einheit der Kirche auf unterschiedlichen Wegen zu einer Ökumene des Lebens. Können wir als Adventisten für eine Ökumene des Lebens eintreten? Zur Einheit der Kirche auf unterschiedlichen Wegen? Interessant ist, noch 1976 riefen die STA, also die Adventisten, in ihrem Vorwort des Bibelkommentars auf, aus den Kirchen herauszugehen, die an der Ökumene beteiligt sind. Wir wollen es mal lesen. Aufgrund der biblischen Prophezeiungen und der Schriften Ellen Whites erwarten die Siebenten-Tags-Adventisten den schließlichen Erfolg der ökumenischen Bewegung. Sowohl bezüglich der Beseitigung der Trennungen innerhalb des Protestantismus, als auch hinsichtlich der Wiedervereinigung der Christenheit, indem die Kluft, welche die nicht-katholischen Religionsgemeinschaften von Rom trennt, überbrückt wird. Ja, die Hand über den Abgrund, alle vereinen sich. Die ökumenische Bewegung wird dann eine gemeinsame Anstrengung unternehmen, die Welt zu vereinigen und universalen Frieden und Sicherheit zu garantieren, indem sie staatliche Macht für einen universalen religiös-politischen Feldzug in Anspruch nimmt, um alle Andersdenkenden zu beseitigen. Das ist unser Glaube. Und das sagt die Bibel auch. Siebenten-Tags-Adventisten betrachten diesen Kreuzzug als den großen Abfall, den Johannes in der Offenbarung als Babylon, also da wusste man auch noch, was Babylon ist, den Johannes in der Offenbarung als Babylon die Große bezeichnet. Sie glauben deshalb, dass Gottes letzte Gnadenbotschaft an die Welt vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit aus einer Warnung vor dieser großen Abfallbewegung besteht und aus einem Ruf an alle, die dem Herrn treu bleiben wollen, die Kirchen, die daran beteiligt sind, zu verlassen. Also die Adventisten selber haben 1976 praktisch noch aus allen Kirchen herausgerufen, die in irgendeiner Weise mit der Ökumene in Verbindung waren. Heute müsste man sich fragen, müssten die Adventisten im Prinzip beinahe aus sich selber, aus ihrer eigenen Kirche herausrufen, weil sie heute weltweite ökumenische Verbindungen hat? Alarm in Zion. Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wir leben heute in dieser Zeit der Elia-Botschaft. Vor dem Wiederkommen Jesu wird eine klare Elia-Botschaft nochmal ergehen. Wir leben in dieser Zeit. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Elia war kein Mensch der Grauzone. Elia kannte keine Grauzone. Ist es der Herr, dann dient dem Herrn. Ist es Baal, dann dient dem Baal. Aber nicht Grauzone. Das war die Botschaft Elias. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?
Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach, wenn aber Baal, dann folgt ihm. Und was antwortet das Volk? Kein Wort. Schweigen im Walde. Ähnlich wie heute, oder? Keine klare Stellungnahme. Man weiß es, man hört es eigentlich, man weiß, was richtig ist, aber irgendwo kann man nicht, will man nicht. Das Volk antwortete ihm kein Wort. Gott sagt, da ist eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Wir leben in einer Zeit, wo es Zeit ist auch für eine Entscheidung. Für uns persönlich, auch für mich persönlich. Jeder muss sich fragen, auf welcher Seite will ich stehen? Will ich auf dieser Seite der Mauer stehen oder auf der anderen Seite der Mauer? Will ich auf Gottes Seite stehen oder auf der Seite der Ökumene? Auf der Seite Pharao? Zeit, sich Gedanken zu machen und zu prüfen. Schwester Weid schreibt, die letzten Entwicklungen werden sehr schnell kommen. Und wer weiß, vielleicht hast du morgen schon keine Zeit mehr, noch eine klare Stellung einzunehmen. Eine Zeit für eine Entscheidung. Auch bei den Reformatoren gab es einen Zeitpunkt der Trennung. Die Reformatoren, Martin Luther war Katholik. Er liebte eigentlich seine Kirche bis zu dem Zeitpunkt, wo er erkannt hat, dass da was nicht stimmt. Dass sein Glaube, und auch so dachten die anderen Reformatoren, dass ihr Glaube gefährdet wurde, in Gefahr war. Alarm in Zion. Und so hat sich Luther und die anderen entschlossen, nach langer Zeit, sich doch von den Kirchen zu trennen. Und Schwester Weid schreibt im großen Konflikt, das ist genau, was auch am Ende der Zeit auf uns zukommen wird, auf viele Christen zukommen wird, sich von den Gemeinden oder Gemeinschaften, die sie eigentlich liebgewonnen haben, früher oder später trennen zu müssen, wenn sie Gott treu bleiben wollen. Auch heute wird eine Trennungsbotschaft, nämlich die Elia-Botschaft, verkündet und sie wird immer noch stärker zum Ende hin verkündet werden. Entweder ACK und Ökumene oder wirklich den Weg mit Gott zu gehen. Ein heiliges, abgesondertes Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Und dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Abgesondert, nicht Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Epheser 5 sagt, habt keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Epheser 5, Vers 11. Abgesondertes Volk. Der Weg ist schmal. Die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn die Mehrheit uns verlässt. Wir brauchen nicht zu gucken, wo ist die Mehrheit, wo ist vielleicht die größere Gemeinde, die größere Organisation, sondern die Mehrheit wird uns so oder so verlassen. Es geht nicht nach Quantität, sondern nach Qualität. Sind wir wirklich mit dem Herrn verbunden? Wenn die Mehrheit uns verlässt, wir brauchen uns nicht zu verlassen darauf, dass wir menschlichen Beistand haben werden, wenn wir Gott treu sind. Natürlich werden wir auch Hilfe haben, aber unsere Hilfe muss, unser Vertrauen muss wirklich im Glauben auf Gott beruhen. Den guten Kampf nicht aufgeben, wenn auch nur wenige ihn verteidigen. Das wird unsere Prüfung sein. Angesichts ihrer Feigheit, man will nicht Sekte sein, man will angenommen sein. Man traut sich nicht, die klaren Botschaften zu bringen. Man verleugnet lieber seinen Glauben, lieber seine Lehren vor den Menschen, um anerkannt zu werden, als dass man ihnen die Wahrheit sagt, eine klare Botschaft bringt und sagt, für uns, ja, als Adventisten, für uns ist der Papst der Antichrist. Für uns ist Babylon, die Hure Babylon, bestehend aus den und den und den Faktoren. Freundschaft zur Welt, Treue zu Gott, wenn die Mehrheit uns verlässt, das wird unsere Prüfung sein. Bedenken wir, die 144.000, liebe Geschwister, sind mit Frauen nicht befleckt. Sie sind rein, unsträflich vor Gottes Augen. Da ist keine Verbindung mit ACK und Ökumene.
Die 144.000, die übrigen, sind nicht befleckt. Sie sind mit Frauen nicht befleckt, mit anderen Kirchen. Darüber sollten wir uns wirklich Gedanken machen. Zu wem willst du gehören? Zu den 144.000, die gereinigt, geheiligt vor Gott stehen? Oder zu denen, die sich früher oder später dann doch ihrer Flecken schämen müssen? Jesus sagt, ihr werdet von jedermann gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Die Krone des Lebens liegt für die Überwinder schon längst bereit. Wer ausharrt bis ans Ende. Ihr werdet von jedermann gehasst werden, aber wir sollen daran denken, die Krone wird euch gewiss sein. Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, die ins Verderben führt. Der Weg ist breit. Viele sind es, die da hineingehen. Und viele werden auch in Gottes Volk verführt werden, dort hineinzugehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wisst ihr, was ich glaube? Es wird nachher nur ein kleiner Überrest sein von Treuen, von wahren, treuen Gläubigen aus allen möglichen Organisationen, die Gott zusammenführen wird. Und trotzdem müssen wir auch heute uns fragen, kann ich teilhaben an Gemeinschaften, die daran teilhaben? Das ist die Frage. Ein schöner Vergleich und Gedanke ziemlich zum Ende jetzt für uns, denke ich, ist die Sammlung Gottes durch den Heiligen Geist. Der Vogelzug. Wenn wir die Vögel im Herbst betrachten, dann sehen wir allerlei Chaos am Himmel. Hier welche, da welche und wenn sie dann landen und hin und her. Alles scheint erstmal im Chaos zu sein, durcheinander. Ist es nicht so ein bisschen unsere Situation heute? Wenn wir mal Gottes Volk nehmen als die Vögel, Vogelschwarm, da gibt es dieses Chaos auf der einen Seite, da gibt es auf der anderen Seite schon kleine Gruppen, die entstehen, kleine Schwärme und alles scheint trotzdem ungeordnet. Aber dann plötzlich fangen die Vögel an, sich zu formieren. Wie von Zauberhand. Keiner weiß eigentlich genau wie, aber wie auf ein Kommando fangen diese Vögel plötzlich an, Formationen zu bilden. Es ist der Heilige Geist, der verbindet, der sie trägt, der sie zur Einheit führt. Und dann fliegen sie gemeinsam zum Licht. Und so, glaube ich, wird Gott sein Volk am Ende führen. Wir mögen heute noch ein gewisses Chaos haben. Da sind kleine, unabhängige Gruppen, verschiedene Organisationen, so wie wir. Wir sind Reformadventisten. Weil wir an der Ökumene nicht teilhaben wollen. Heute schon nicht. Deshalb sind wir Reformadventisten. Aber ich weiß und glaube, dass Gott am Ende, denn Gottes Volk ist heute noch in Babylon zum großen Teil. Gott wird die ganzen Vögel sammeln und wird sie praktisch zu dieser Einheit im Heiligen Geist führen. Das ist mein Wunsch, meine Hoffnung und mein Glaube. Das, was wir heute brauchen, das Einzige, was uns rettet, ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist alleine, was uns helfen wird. Jeder muss am Ende der Zeit alleine für seinen Glauben einstehen können. Wir werden keine Organisation zur Seite haben, die hinter uns steht und die uns verteidigt, sondern Organisation wird, denke ich, spätestens in der Zeit der Verfolgung verboten werden. Jeder Gläubige wird auf sich selbst, das schreibt auch Schwester Weid, auf sich selbst gestellt sein. Jeder muss für sich selber Rechenschaft ablegen können. Und darum ist es wichtig heute, bevor die Krise kommt, diese Beziehung zu Jesus festzumachen. Komm zu Jesus. Jesus kam, um dich, um uns zu suchen, um uns zu retten, uns auf den schmalen Weg zu führen. Unser Gebet sollte sein, andere Zuflucht habe ich keine. Zagend hoffe ich nur auf dich. Lass mich nicht alleine. Hebe, Herr, und stärke mich. Birg mich in den Lebenssturm,
bis vollendet ist mein Lauf. Führe mich zum sicheren Hafen, nimm zuletzt zu dir mich auf. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, um sein Volk, seine Treuen zu retten. In den Wolken des Himmels. Das neue Jerusalem wartet. Nicht ein irdisches Jerusalem, nicht eine irdische Weltordnung, sondern die neue Weltordnung Gottes. Der Kampf ist vorbei. Jesus empfängt die Gläubigen, die ihm treu geblieben sind, trotz der Verfolgung in Babylon, die ihr Wort gehalten haben, sein Wort gehalten haben. Auch deine Krone liegt bereit. Worauf willst du warten? Willst du nicht diesen Bund mit Jesus machen? Ihn heute bitten, dich auf diesem schmalen Pfad zu führen, dich zu bewahren vor den Versuchungen in der neuen Weltordnung der Ökumene, vor diesem breiten Weg, dich zu bewahren vor den verführenden Worten. Worauf willst du warten? Die Bibel sagt, die Welt, die alte Welt, wird durch Feuer gereinigt werden. Und Jesus spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott wird eine neue Welt schaffen, eine erneuerte Erde schaffen. Die neue Erde, Gottes Reich der Liebe, des Friedens, wahrer Gerechtigkeit, wo es kein Leid und keinen Schmerz mehr geben wird. Das wird Gottes Reich sein. Wie armselig dagegen die neue Weltordnung in Babylon. Ein Tyrannenstaat der Überwachung und der Gesetze. Aber Gottes Reich wird ein Reich der Liebe sein und des wahren Friedens. Das wird die neue Weltordnung Gottes sein, das wiederhergestellte Paradies, der Ort, wo wir uns alle doch im Herzen hinsehen. Das will Gott auch dir schenken. Wolf und Lamm werden wieder beisammen sein. Die Tiere werden in Eintracht miteinander leben. Mensch und Mensch werden miteinander versöhnt sein, aber auch Mensch und Gott. Das ist unsere Hoffnung, die Gott uns schenkt. Die neue Erde und dass er kommen wird, um alles neu zu machen. Und mein Wunsch und Gebet für uns ist, dass wir gemeinsam diesen Kampf des Glaubens kämpfen. Dass wir wirklich uns durch den Heiligen Geist vereinen lassen und zu solchen Zugvögeln werden, die gemeinsam zum Licht fliegen möchten. Und dazu möge Gott uns seinen Segen schenken. Amen. Amen. Jesus kommt bald. Ja, dann lasst uns zum Abschluss nochmal zum Gebet niederknien. Lieber Vater im Himmel, in Jesu Namen, kommen wir vor deinen Gnadenthron, Herr, und wir möchten dir danken auch, dass du uns in deine Nachfolge berufen hast. Herr, wir möchten dir vor allen Dingen aber auch danken, dass du uns immer wieder auch in deinem Wort warnst, Verbindungen auch mit den Mächten aufzunehmen, Herr, die in Wahrheit deine Feinde sind. Bitte hilf du uns, schenk du uns Kraft, schenk uns Glaubensmut, dass wir dir treu sind, Herr, dass auch du erwartest auch von uns eine Entscheidung, dass wir uns selber immer wieder prüfen und hinterfragen, ob wir auch solche Bündnisse, solche Wege mitgehen können nach Babylon. Bitte hilf du uns. Bitte ich auch für die Geschwister in der ganzen Welt, für alle Adventisten, Herr, für dein Volk, für dein bekennendes Volk, für alle Christen auch weltweit, Herr, schenk du Erweckung, auch wahre Erweckung, schenk deinen Heiligen Geist, Herr, dass deine Wahrheit wirklich die Herzen noch erfüllt und erleuchten kann. Und dass dein Volk sich bereit macht, so wie wir es von den Zugvögeln gesehen haben, Herr, dass wir uns sammeln unter deinem Geist, unter dem Heiligen Geist, dass wir bereit sind, dir nachzufolgen. Bitte sei in diesem Sinne mit uns, gieße du deinen Heiligen Geist über uns aus und hilf, dass wir uns von allen falschen Wegen auch trennen, dass wir Mut haben, auch Wege aufzugeben, auch uns notfalls auch von Gemeinden auch zu trennen,
wo unser Glaube gefährdet ist, Herr. Bitte hilf uns dazu, stärke du uns und führ du uns zu wahrer christlicher Einigkeit. Darum bitten wir dich und bewahre du uns vor allen Dingen auch vor den Wundern, vor den Verführungen der Endzeit, dass wir uns nicht täuschen lassen, dass wir nicht auf die schönen und sanften Worte hereinfallen, sondern dass wir wirklich alles an deinem Wort prüfen. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen.